Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren Folge Minecraft Captive 4. Ich glaube Folge Nummer 27 oder 28 sollte es sein. Ich weiß das immer nicht, da ich ja im Voraus produziere. Ja, ich habe ein bisschen was hier vorbereitet, beziehungsweise mir überlegt, was man machen könnte. Hier in dieser Folge, da sind ja Lohn. Die holen wir uns doch mal dann. Prima. Ich brenne zwar schon, das ist ja richtig Action hier gleich zu Beginn. Wow. Wuppsala. Wuppala. Was ist denn da los? Mal schnell mal ein Steak essen. Ich hoffe, die erwischen mich jetzt hier gerade nicht. Wow. Nicht schlecht. Und zwar wollte ich nämlich hier, das ist wichtig, die Lohnen mal deaktivieren. Das. Oh, das. Oh, da kommt sie. Leider keine Stärke drauf. Die haben wir auch. So, wir müssen mal hier kurz. Da ist die nächste. Ja, die kriegen wir. Wir haben da eine Plattform gebaut. Das ist unser Glück. So, machen wir mal eben. Einen auf den hier. Ja, seht ihr? Da muss jetzt nämlich ein neuer Spawner sein. Wow. Ja, der hat mich auch erwischt. Leider haben wir... Oder was heißt leider? Nein! Nein! Am frühen Morgen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Leute, da müssen wir mal ganz schnell hin. Wir müssen unbedingt diesen Spawner deaktivieren. Da haben wir echt sonst null Chancen. Ich versuche da mal sofort gleich in die Ecke reinzurennen. Denn ich will mal was probieren. Ich habe nämlich im Gepäck nämlich ein... So, wo muss ich denn überhaupt lang? Hier will ich lang. Ja, da liegen die Sachen noch. Sehr gut. So, warte mal, da bereite ich mich mal eben vor. Okay, also von hier sind sie nicht. Die scheinen... Hä? Ich mach mal kurz zu hier. Weil hier können sie mir nichts. Und zwar, kurz mal sortieren. Ich habe nämlich was vorbereitet. Nämlich, jetzt komme ich endlich zu dem Punkt. Mein Gott, habe ich Wortfindungsstörungen. Nämlich hier, ich habe was vorbereitet. Und zwar diese... Diesen Trank hier. Trank der Feuerresistenz. Normalerweise durfte ich jetzt nicht brennen für 8 Minuten. Und das Ganze testen wir jetzt einfach mal. Ich habe immer noch keine Rüstung um. Achtung. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich, ja, funktioniert. Ansonsten sind wir gleich wieder tot. Mal schauen. Na? Da ist er, der Spawner. Den machen wir auf jeden Fall mal eben deaktivieren. Cool, wir haben zwei Lohnrouten. Ja, und wir brennen nicht. Das ist unser Vorteil. Jetzt erklärt sich das auch, wo die herkommen. Ja, das passiert uns gar nichts. Coole Sache. Und die können wir uns jetzt einfach hier einen nach dem anderen holen. Zack. Dann brauchen wir noch nicht mal ganz nach oben zu gehen. Da ist die nächste Lohnroute. Ich liebe es, Tränke zu brauen. Da ist die nächste. Gut, da kommen wir nicht ran. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, aber die können uns nichts. Jo. Schau ich mal eben, wie wir hier durchkommen. Hier kommen wir durch. Wir haben 8 Minuten Zeit. Ich mache ich mal hier auf. Wir werden jetzt immer im Nether unterwegs sein mit... So, jetzt können wir nämlich auch hier reingehen. Okay, die hatten wir schon gelootet gehabt. Boah, nicht runterfallen. Da ist Zombie Pigman. Hallo. Okay, da sind ein paar Sachen drin. Die nehmen wir mit. Ja, so macht das Spaß mit dem Trank der Feuerresistenz. Okay, da ist nichts. Hier oben ist noch mal ein bisschen Action.
Oh nein. Oh nein. Ich habe aus Versehen einen von den Zombie-Pigments geholt. Leute. Ich habe einen von den Zombie-Pigments geholt. Die sind jetzt alle sauer. Weißt du, wie lange das dauert, bis ich hier... Oh, nee. Leute, das... Ich nennt mich Pussy. Aber ich habe jetzt keine Lust auf Zombie-Pigment-Invasion. Und die Sachen, die wir eben geholt haben. Und, oh, nee, jetzt ist eh der Trank weg. Ja, also das müsst ihr mir jetzt nicht verübeln. Dass wir da auf Peaceful stellen. Aber da habe ich jetzt echt null Bock drauf. Die ganzen Sachen da jetzt mit Zombie-Pigment und so, ja, das kennt ihr selber. Jetzt ist ja schon bestraft worden, weil mein Trank weg ist und ich wollte noch viel mehr machen. Und da habe ich keine Lust. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich werde jetzt hier mal was bauen. Fürs nächste Mal. Na, ach, so hoch ist das gar nicht. Ich dachte, das wäre höher. Und zwar möchte ich gerne, wie in der normalen Welt auch, wenn man das macht. Ich mag den Trank, habe ich das schon erwähnt? Ich fand den wirklich cool. So, machen wir das nämlich so. So und so. Hatten wir das von unten gemacht? Ich weiß das gar nicht. Die nehme ich jetzt mal mit hier. Ach. Da ist auch nochmal ein Spawner. Habe ich meine Axt wiederbekommen? Nein, die Axt. Die sind beide weg. Wo sind die denn nun wieder hin? Die sind bestimmt irgendwo runtergefallen. Oder hier verbrannt, wer weiß. Ach, Manno. Ach, Manno. Ey, das ist alles so gemein immer teilweise. Ey, jetzt habe ich hier keine... Das ist auch wohl wirklich ein Witz. Das ist doch jetzt wohl ein Witz hier. Wo sollen die denn bitte schön liegen? Das kann doch gar nicht sein. Willst du mir jetzt erzählen, Zombie Pigman hat jetzt hier meine Spitzhacke geklaut oder was? Das gibt's doch nicht. Oder bin ich blind? Ich hätte doch eine Spitzhacke gehabt, oder? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich glaube, heute ist nicht der Minecraft-Tag für mich. Das ist heute irgendwie... Da liegt noch was. Hallo? Ich bin verwirrt. Da liegt nix. Da kann nix liegen. Naja, und da eigentlich auch nicht. So, was war hier drin? Da hatten wir auch nichts mehr reingelegt, ne? Da war nur das Feuerzeug drin und ein bisschen von dem Stein. Ja, Freunde, keine Ahnung, ey. Oh, das ist schon wieder, ey, 8 Minuten und wir haben hier schon wieder nur Mist gebaut, Leute. Wirklich, Mist gebaut. Aber wir haben zumindest ein bisschen was bekommen, was wir machen wollten. Wir haben jetzt uns ein paar Blazes geholt. Und, ja, okay, soweit erstmal in Ordnung. Oh, ich brauche eine Rüstung, Leute. Ich brauche wirklich eine Rüstung, wie das aussieht. Ich renne hier immer noch nackig rum. Was machen eigentlich unsere Hühner? Ah, denen geht's gut. Oh, Leute, ich brauche echt mal ein bisschen Ruhe, ey. Die ganzen letzten Folgen, die waren doch ein bisschen actionlastig. Und es regt mich gerade voll auf, dass ich schon wieder eine Spitzhacke verloren habe. Zum Glück habe ich mir keine Dia-Spitzhacke gemacht. Das wäre wirklich ärgerlich gewesen, ehrlich, ja? Das wäre irgendwie doof. Naja. So. Weiter geht's. Mit den Lohnrouten. Genau, weil daraus kann man nämlich hier schön diesen Spaß hier machen. Den brauchen wir nämlich.
Jetzt gucke ich mal eben Monster Drops, Enderperle. Prima. Und jetzt müsste man ja eigentlich Enderperle und... Genau. Eins, zwei, drei haben wir schon. Ich glaube, wir brauchen fünf. Also wir brauchen noch zwei Endermänner. Dann können wir uns nämlich den nächsten Erfolg holen. Vielleicht gelingt uns das ja vielleicht ein bisschen. Warte mal, wir packen das schon mal hier rein. Das sind so die nächsten Sachen, die wir brauchen werden. Jetzt muss ich mich erstmal neu sortieren. Komisch, Holz habe ich behalten. Also die Spitzhacke, die ist weg. Ich möchte echt mal wissen, wo die Spitzhacke abgeblieben ist. Verstehe ich nicht so ganz. Müsste man mal... Ich werde es mal in der Aufnahme kontrollieren. Vielleicht sehen wir es ja da, was daraus geworden ist. Ist echt interessant. Also das würde mich wirklich mal interessieren. So. Das Fleisch ist übrigens auch weg, sehe ich gerade. Wir hatten nämlich auch Fleisch gehabt. Das heißt, wir... Mein Gott, ey, das kotzt mich richtig an hier. Ey, das wird mir hier zu teuer. Und zwar habe ich eine Idee. Naja, ich habe mal wieder eine Idee, Leute. Und zwar werde ich... haben wir eine Angel? Wieso sind denn jetzt hier schon wieder keine Angeln drin? Also so langsam kriege ich hier die Krise, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Truhe, okay, die packen wir da rein. Wasserflasche brauchen wir nicht, das packe ich da rein, das ist Gammelfleisch. Und da oben ist nochmal ein bisschen Goldklumpen, so. Ja, jetzt frage ich mich allen Ernstes, wo die Angel ist. Vielleicht ist die oben. Weil dann würde ich mich nämlich auch mal so ein bisschen um die Nahrung kümmern. Und werde mal, würde ein bisschen angeln gehen. Das war dann auch gleich mal wieder ein bisschen neuen Fisch. Weil wir haben jetzt, glaube ich, 8 Steaks insgesamt vergeigt, die dort waren. Da ist die Angel. 2 Stück haben wir. Die ist ja eh fast kaputt. Und da ist sogar ein bisschen Fisch. Die könnte man hier theoretisch gleich mal... Ach! Schön, da sind sogar noch Steaks drin. Hier hört man irgendwo einen Zombie. Ich sehe ihn nicht. So. Naja. Stell mich jetzt hier cool rauf. Und angel jetzt hier mal fröhlich. Ist der da auf dem Baum oder was? Und genau, und jetzt ist ja ein bisschen langweilig sonst für euch, wenn ich jetzt hier angel die ganze Zeit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Nahrungsvorrat ein bisschen auffrischen. Vielleicht holen wir uns ein paar verzauberte Sachen raus. Und dann schalte ich euch natürlich wieder ein, wenn wir fertig geangelt haben. Okay, Leute, willkommen zurück erstmal. Und zwar bin ich hier gerade unterwegs zu unserer Skelettfalle. Und Leute, hört euch das mal an. Was ist das? Und was ist da drüber? Da sind Eisbären, Leute. Da sind tatsächlich Eisbären. Ich frage mich gerade, wieso sind hier Eisbären? Das ist ja immer wilder hier. Die haben wir nämlich noch gar nicht entdeckt. Und zwar ist da so ein Raum. Ja, und eindeutig Eisbären. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Absolut verrückt. Also, absolut verrückt. Aber okay, lassen wir die Eisbären Eisbären sein. Wir werden jetzt hier weiter runter platzieren. Nämlich hier hin. Das ist immer noch unsere Kiste. Die wollten wir ja nochmal looten. Das werden wir dann auch mal machen demnächst jetzt hier. Oder können wir theoretisch auch sofort machen. Nehmen wir die ganzen Sachen gleich mal einfach mal mit. Hier, Effizienz 5 Buch, das ist gut. Ein bisschen Gold, ein bisschen Ton, okay. Hier ist typische Gedöns. Ja, die Kiste nehme ich auch mit. Kennen wir ja schon das Prozedere. So, und zwar das Glas können wir dann auch mal mitnehmen hier. So, und zwar geht es jetzt weiter an der Monsterfalle. Wir waren zuletzt dort oben angeln gewesen. Ich habe ein bisschen Fisch rausholen können. Die andere Hälfte ist im Ofen. Allerdings hatte ich keinen Bock mehr auf Angeln. Und deswegen möchte ich viel lieber jetzt hier ein bisschen Pfeile neue holen.
hat mir Steinschwerter gemacht, weil es einfach günstiger ist. Da haben wir en masse. Und das sollte ausreichend sein. Dauert ein bisschen länger, das ist klar. Aber letztendlich ist es kostengünstiger, weil das nächste, was kommt, ist die Eisenrüstung. Ich bin gerade dabei, Kühe zu züchten, dass wir genug Leder haben. Zuckerrohr haben wir ja zum Glück jetzt mehr als genug. Weil ich auch hier natürlich neue Bücherregale machen möchte, um höhere Verzauberungen zu bekommen. Also die Voraussetzungen sind gut. Es ist halt immer urig viel an Vorbereitungen. Ja, und dann suche ich natürlich noch den Enderman, dass wir dann noch die restlichen Enderperlen für die Enderaugen zusammenbekommen. Sodass wir dann auch hier mal eine Runde ins End gehen können. Weil das gibt dann letztendlich auch wieder den nächsten Erfolg. So, hier holen wir uns jetzt erstmal ein paar Pfeile wieder. Und auch ein paar Erfahrungskügelchen. Wir sind leider im Nether gestorben. Das war absolut scheiße gewesen. Finde ich total bescheuert. Aber was will man machen? Ist nun mal halt passiert. Erst davor die Folge mit dem Creeper, der hinter uns aufgetaucht ist. Da haben wir unseren, ja, Trank des Glücks verloren. Total beschissen. Und dann auch noch jetzt das mit dem Zombie-Pigman. Also läuft schon wieder anders als geplant. Manche Folgen laufen richtig geil. Manche laufen total fail. Also da kann man sich noch so viel Mühe geben. Wollte Capture 4 mit 25 Folgen abschließen. Ja, und dann ist sowas passiert. Naja. Und dabei habe ich jetzt schon einiges hier im Hintergrund laufen lassen. Das war sozusagen ein bisschen schneller vorankommen. Ja, dass ich Abbauarbeiten zum Beispiel off-cam mache und so eine Geschichte. Also es ist immer wieder ein Abenteuer im Captive. Macht aber Spaß. Und ja, jetzt farme ich hier jede Menge Pfeile zusammen, weil die brauchen wir ohne Ende. Da reicht die Hühnerproduktion nicht aus mit Pfeile zum selber machen. Deswegen ist hier optimal, weil das sind zwei Fliegen mit einer Klappe, vielleicht sogar drei. Ich warte immer noch auf meinen Infinity-Bogen, den ich dann ganz gerne dann machen möchte. Vielleicht sogar noch mit Mending drauf. Yeah, das wäre cool. So, also hier ist auf jeden Fall kein Problem mit Skeletten. Die tauchen hier auf. Die schlachten sich schon gegenseitig ab. Prima. Zack, zack. Du auch noch. So. Jo, da ist wieder ein Bogen gekommen. Den können wir gleich mal wieder reparieren. Sieht gut aus. Pfeile 28 sieht auch gut aus. Also da kommt einiges zusammen. So, zack. Bums. Kommt schön dran hier. Naja, manchmal erwischen sein auch. So. Erfahrungskügelchen. Also das werden wir jetzt hier eine ganze Weile machen, denke ich. Mit den Eisbären da oben. Das ist witzig. Komisch, dass wir die vorher nicht entdeckt haben. Dass sie da jetzt auf einmal sind. Auch erstmalig in Captive, dass Eisbären vorkommen. Passt natürlich aber auch zum Thema, ne? Ich sag mal, Winter. Also das ist ja Eisbären, Winter, Polar, ne? Nordpol. Passt auf jeden Fall. Welche Funktion die allerdings haben, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie einfach nur so als Gag da oder so. Keine Ahnung. So, bin ich mal gespannt, ob der Drache dann auch überrascht ist. Oder ob er die vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt hat. Ich weiß nur, Drache startet ein bisschen später ja mit dem... Also der ist schon längst gestartet jetzt. Also das ist so der Zeitpunkt der Aufnahme. So, Grüße an den Drachen. So, und der Ramona natürlich auch. So, hier, zack. Prima. So, das erste Steinschwert ist auch gleich weg. Also ist wesentlich kostengünstiger. So, da ist es weg. Nehmen wir gleich das zweite. Wie gesagt, das tausche ich gerne ein. Steinschwerter gegen Pfeile. Finde ich gut. Zack. So, auch weg. Da kommen die nächsten Pfeile reingeflogen. Ich überlege gerade, ob hier auch noch ein paar Sachen sind. Dann können wir die holen. Joa. Oh, da rasselt's. Prima. Finde ich cool. Das können wir übrigens auch mal wieder reparieren. So, da haben wir fast einen nagelneuen Bogen. So. Prima. Da lohnt sich wirklich schon fast einen Trichter hinzusetzen. Und eine Kiste. Allerdings muss ich jetzt auch gleich mal was essen. Ansonsten bin ich hier gleich weg hier.
So. Zack. Ja, das mögen die überhaupt nicht, ne? So. Ja, ist vielleicht für euch ein bisschen langweilig, die Folgen. Aber ich muss auch mal dazu meine Lanze brechen. Eigentlich ist ja so eine Theme, die würde ich ja nicht in Captive machen, sondern eigentlich eher im Let's Play. Aber da wir jetzt gerade so schön dabei sind, hier ist ja nicht groß anstrengend, hier muss ich mich ja nicht viel konzentrieren. Das ist die Geschichte, dass manche sagen, ja, mach mal nicht so viel Off-Cam. Ne, das betrifft jetzt so eine Sachen wie hier. Ne? Weil du cheatest ja oder so. Das habe ich schon sehr oft gehört. Ne? Ich meine, beim Drachen, klar, der hat ja dann auch gesagt, dass er gecheatet hatte, weil er irgendwie keine Lust hatte, das irgendwie zu probieren oder so. Der hat da von vornherein das mit dem Wizard gemacht. Da sage ich, okay, ja, wenn er das dann sagt, okay. Jetzt hatte ich ja bei Captive 3 sehr viel vor der Kamera gemacht. Das heißt, ich habe fast alles aufgezeichnet, bis auf wirklich Farmarbeiten. Genauso wie hier jetzt in Captive 4, wo ich ja gesagt habe, die zweite Etage dort mit dem Abbauen der Steine oder Angeln oder wie hier jetzt so zum Beispiel, wo ich wirklich dann jetzt hier mal ein, zwei Stunden stehe und einfach immer das Gleiche mache. Also essen, falls ich getroffen werde und hier mit dem Schwerter auf die Skelette einkloppen. Da sagen andere, ey, da ist ja total langweilig und so. Habe ich schon in anderen Let's Plays gesehen, ja. Ist doch voll blöd, mach doch mal ein bisschen Action. Also wie man es macht, man kann es keinem recht machen. Und ja, ich habe mich jetzt halt entschlossen, alles hier vor der Kamera zu machen. Dass man wirklich alles aufzeichnet oder fast alles, zu 98%, sodass ihr das dann auch seht. Ne? Also ihr seht hier die Falle. Das ist jetzt immer das Gleiche, was ich mache. So seht ihr auch, wie die Level zustande kommen. Ich habe jetzt schon 19 Level. Ja, das ist cool. Also wir kommen auf jeden Fall auf Level 30. Ohne Probleme. Zack, der ist auch wieder weg. Jetzt holen wir uns hier wieder unsere Sachen. So. Zack, jetzt haben wir Level 20. Und so geht es jetzt immer weiter, bis wir halt komplett voll sind. Ja. Und das sagen manche, ist total langweilig. Ist es auch langweilig, nur dafür ist es dann halt vor der Kamera, Leute. Ja. Also das dürft ihr nicht vergessen. Und wenn ihr das sehen wollt, wie das zustande kommt. Also Captive ist eine Sache, die ist nicht einfach in 5 Minuten erledigt. Ja. Ich hatte mir 25 Folgen vorgenommen, weil ich dachte, okay, jetzt hast du ein bisschen Übung. Captive 3 war ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt solltest du ja eigentlich die 4, die auch als leicht angepriesen wird, eigentlich hinbekommen mit 25 Folgen. Ich meine, klar, ich bin jetzt weniger gestorben auch. Was ja auch gut ist. Weil man trainiert sich natürlich weiter, man sammelt Erfahrungen und ich bin ja kein Profi, was das angeht. Und da muss ich sagen, ihr seht, man kann sich ganz schnell täuschen, weil wenn du zum Beispiel keinen Bogen mit Infinity hast, brauchst du Pfeile. Ja, und dann musst du erstmal eine Skelettfalle bauen. Das heißt, du brauchst einen Spawner, da musst du ausleuchten. Und hier ist, wie gesagt, nichts mit Creative, das ist hier alles im Survival entstanden. Und ja, also nichts mit Game Mode, alles komplett im Survival. Und das dauert, Leute, ja. Das dauert halt seine Zeit. Ihr seht ja selber. Ja, aber so kommen Level zustande, hohe Verzauberungen. Ist jetzt schon das dritte Schwert jetzt hier, was wir jetzt gerade benutzen. Steinschwert. Ist günstiger, sagt man ja schon. Ja, und das werden wir jetzt weiter betreiben. Bis zur Unendlichkeit. Dass wir schon mal die Pfeilproduktion hohe Level haben zum Verzaubern. Das nächste, was ist, geht es weiter mit der Kühe. Die Leder halt, ne, abschlachten der Kühe, dann auf jeden Fall die Hühner weiter züchten, angeln wieder für Essen, sodass wir auch richtig gut vorbereitet sind, wenn es dann zu den nächsten Erfolgen geht. Also einmal sterben, ist alles wieder weg. So, mal wieder was essen. Zack. Zack. Oh, da sind schön viele gerade drin. Erstaunlich, das alles nur von einem einzigen Spawner. Das ist cool. Also in unserer Let's Play-Welt, da haben wir zwei Spawner. Da spawnen nicht so viele. Ja, sowas ist natürlich automatisiert auch toll. Ich habe schon überlegt, ob wir uns Sticky Pistons bauen. Und dann hier mit einem Observer-Block oder so. Aber da müsste man erst, glaube ich, ins End gehen, oder? War das nicht mit Endstein? Keine Ahnung, aber das wäre natürlich so eine Überlegung, dass man das Ganze wirklich hier noch umbaut, automatisiert. Wäre keine schlechte Idee.
So. Ja, läuft. Sieht gut aus. Haben wir wieder einen Bogen. Gut, der ist jetzt nicht verzaubert, aber immerhin. Zack. Ja, 4 gewinnt. Da sind wir. Level 23. So. Weiß gar nicht, ist die Folge jetzt eh schon zu Ende? Ich glaube, in 3 Minuten oder so müsste die Folge zu Ende sein. Da wir ja zeitweilig auch Pause gemacht hatten, weil ich ja angeln war. Das ist zum Beispiel, habe ich Offcam gemacht. Und ich wollte euch eigentlich dann einschalten wegen den Eisbären. Wollte ich euch eigentlich zeigen. Und wollte euch dann erst später eigentlich hiermit zuholen. Nur da das irgendwie so witzig war mit den Eisbären, habe ich euch eingeschaltet. Ja, ich finde die Folge jetzt nicht ganz so produktiv. Die ist einfach mehr organisierend. Und ja, ich denke jetzt in der nächsten Folge werde ich vorher wirklich erstmal alles hier erledigen. Die ganzen Kühe, Leder machen. Werde den Zaubertisch weiter ausbauen, beziehungsweise die Bücherregale. Und dann erst schalte ich euch wieder ein, sodass wir wirklich dann die nächsten Erfolge dann auch holen können. Das ist dann nämlich eine coole Sache. Wie gesagt, mit diesem Scharfschützen-Duell, das müssen wir uns nochmal kurz gucken, ob das wirklich funktioniert. Da bin ich noch... Oh, da gab's... Oh, was war das denn eben? So, 64 Pfeile, nochmal Pfeile, da ist wieder ein Bogen. Den können wir auch nochmal zusammenlegen. So, da haben wir 2 Bogen. Bögen, Mehrzahl. Ja, das geht weiter. So. Machen wir den Schwung noch weg und dann werde ich euch verabschieden. Ja, dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Weil, wie gesagt, ich habe genug jetzt wieder vorproduziert. Bevor es dann zu der letzten Aufnahmeseason geht, da wo ich Captain 4 dann gerne beenden möchte. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich werde so alles soweit vorbereiten, dass wir dann wirklich jetzt nur noch auf die Endermänner machen können. Und ja, übrigens die Wither-Schädel wollte ich noch abholen mit euch zusammen. Obwohl, das können wir dann auch noch machen, weil da, wo ich euch gezeigt habe, wo oben dieser Blaze-Spawner ist, da ist noch eine Kiste, da sind die Wither-Schädel drin. Die wollte ich mit euch zusammen looten. Ich habe es euch ja schon gezeigt, allerdings, ja, habe ich die Sachen nicht mitgenommen, ich Vollidiot. Ansonsten hätten wir sie auch schon da. Und... Sushi! So, und da haben wir nämlich die nächsten gekillt. Da gibt es die nächsten Pfeile. Ja, sieht verdammt gut aus. Haben wir schon mal 2 Stacken Pfeile. Jede Menge an... Guck mal, das Schwert ist auch gleich kaputt. Holen wir es noch schnell, das Schwert, komm. Das ist nämlich gleich finito. So lange müsst ihr noch was ertragen hier. Zack. Zack. Ja, und es ist kaputt, das Schwert. Der Rest kann dann da bleiben. So. Wir haben es geschafft, soweit weitgehend gepackt. So, jetzt hier rüber, jetzt nach oben. Wir können ja mal gucken, was die Eisbären noch machen, so zum Abschluss. Ist ja ganz witzig, sagen wir denen nochmal schnell mal Hallo. Hallo, Eisbären. Oh, Eisbär. Oh, Eisbär. Ja, kennt ihr noch Eisbär? Das eine Lied. Wollte ein Eisbär sein. Ja. Am kalten Polar. So war das. Ja, verrückte Sache. Wer weiß, was man damit noch anstellen kann. So, so viel zu der Geschichte mit den Eisbären und mit den Skeletten. Ich werde jetzt oben weitermachen mit dem Angeln. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja da die Angeln noch im Gepäck. Und werde natürlich weiter auch unsere Kühe züchten, sodass wir endlich mal genug Leder zusammenbekommen. Dass wir uns weitere Bücherregale craften können, um einfach höhere Verzauberungen zu erreichen, weil die sind jetzt wirklich erforderlich. So, ab nach oben. Da sind wir auch schon. Blums, und den Rest, den werde ich jetzt, wie gesagt, offcam machen, weil das wird euch wahrscheinlich nicht interessieren, wie ich dann jetzt hier gleich den Fisch angeln werde. Das ist übrigens auch nochmal Rohr. Bis dahin, ciao, ciao.